Servus Goldwaschfreunde, heute zeige ich euch meine Auswaschschleuse und wie ich sie gebaut habe. Als erstes benötigt ihr so einen Plastikbehälter, den ihr überall für 1 bis 2 Euro bekommt. Hier messen wir unsere Länge nach und anschließend gehen wir zum Sägen rüber. Dafür habe ich eine Alurinne genommen und exakt der Länge nach abgesägt. Natürlich darf das an Graten auch nicht fehlen, weil sonst schneidet ihr am Schluss eure ganzen Finger auf. Also vergesst die Pfeile nicht hinterher. Schön entgraten, damit alles weg ist an der Alurinne. Na, seid ihr gespannt, was jetzt kommt? Wir nehmen ein Stückchen Alublech und pusten unsere zugesägte Rinne exakt ab, weil die Rinne soll später reingesteckt und abgesteckt werden, aber dennoch fest auf dem Behälter stehen. Und wie ich das mache, seht ihr hier in diesem Clip. Schaut ruhig zu und genießt es. Alles freihändig zeichnen und am Schluss wird es wie eine Verpackung. Nun haben wir unsere Form abgezeichnet, jetzt darf natürlich nicht die Laubsäge fehlen. Hier gehen wir an die äußere Kante und sägen entlang der ganzen äußeren Form. Am Schluss wird dieser Behälter ein Knaller. Ich wollte schon immer so eine Auswaschschleuse haben, aber ich war immer ein bisschen zu geizig, um mir eine zu kaufen. Weil für das, was die Dinger im Endeffekt können, kann man das auch selber bauen. Für die ein paar Euro bekommt ihr dann am Schluss ein richtig cooles Ergebnis. So, jetzt haben wir sie ausgesägt, nun kommt natürlich das Herzstück, der Anschluss für die Wasserpumpe. Und hier nehmen wir diesen G1,5 Zoll und legen ihn mittig auf das Alublech und zeichnen uns den Kreis zu. Dazu nehmen wir dann noch einen kleinen Bohrer und bohren 4 kleine Löcher rein. Entlang dieser Löcher tun wir dann mit der Laubsäge den Kreis zusägen. Aber bitte sägt im Kreis, nicht an der äußeren Linie, weil der Stöpsel sollte möglichst eng reingehen. Solltet ihr natürlich Verbesserungsvorschläge haben, so wäre ich euch dankbar, wenn ihr das unten in die Kommentare reinschreibt und dann könnte ich sie ja noch ein bisschen verbessern. Danke! Wenn euch das Ganze bis jetzt gefällt, vergesst auch nicht das Abonnieren und das Liken. Da wir jetzt fertig mit der Innenform sind, nehmen wir eine Feile und feilen das ganz fein zurecht. Die Anschlussmutter müsste wirklich eng reingehen. Feilt lieber mehrmals nach, bevor ihr zu viel wegfällt, weil was weg ist, ist weg. Das kann man nicht mehr dran feilen. Ich habe mir lange den Kopf zerbrochen, wie ich meine Auswaschschleuse bauen will. Und hier war aber auch die Entscheidung gleich schnell gefallen. Ich möchte sie herausnehmen, aber dennoch fest an der Box befestigt haben, damit sie keine Bewegungen wahrnimmt oder irgendwas ähnliches. So, nun gehen wir aber zum Biegen. Dafür nehme ich mir einfach irgendwelche Restbalken und spanne sie mit der Schraubzwinge entlang der Linie und biege es einfach mit der Hand und mit dem Hammer entlang, bis ich dann die 90 Grad erreicht habe. Wenn wir hier jetzt sauber gearbeitet haben beim Biegen und beim Vorzeichnen, dann bekommen wir ein echt klasse Ergebnis. Die Rinne von uns passt haargenau rein. Sie hat weder Luft und weder Spiel. Sie ist so eng, also man kann sie zwar rausholen und reinstecken, aber dennoch wackelt nichts mehr. Also sie ist passgenau drin. Schaut her, das Ergebnis lässt sich echt sehen. Am Schluss haben wir eine einsteckbare und aussteckbare Auswaschrinne. Wenn ihr natürlich jetzt noch so einen Wasserstopper wollt, dann müsst ihr das aus einem restlichen Stück Aluminium machen oder ein Gummi einkleben, je nachdem, jeder macht es unterschiedlich. Ich habe mich erstmal dafür entschieden, das wegzulassen. Jetzt gehen wir rüber zu unserem Plastikbehälter. Ich halte jetzt mal grob die Waschrinne hin, wie ich sie haben will und zeichne mir am Ende der Box eine Aussparung. Die werde ich dann mit meinem Dremel entlang der inneren und äußeren Kante einfach abflexen, entgraten und schon habe ich eine kleine Wasserzufuhr in die Box wieder zurück. So habe ich immer einen Kreislauf in der Box und kann das im Keller oder zu Hause ganz beruhigt verwenden bei schlechtem Wetter.
Da ich euch ja gesagt habe, dass ich meine Box am Anfang des Videos fest befestigt haben will, nehme ich hier ein Maßband und messe mir die gewünschte Höhe für meine Box aus. Und dazu brauche ich dann zwei Winkel und wie ich diese biege und mache, zeige ich euch jetzt. Dazu benötige ich so ein Alublech und das spanne ich dann 15 mm rein und biege es um die 90 Grad rein, klopfe ein bisschen mit dem Hammer, bis ich die 90 Grad erreicht habe. Danach messe ich mir die gewünschte Höhe von Anfang der Kante bis zum Ende. In meinem Fall waren es 95 mm. Dann spanne ich das wieder im Schraubstock und biege es im Gegenzug in die andere Richtung, so dass ich am Ende eine Art Z bekomme. Davon brauchen wir allerdings zwei Stück, damit wir unsere Wassereinfuhrschleuse exakt an den Plastikbehälter befestigt bekommen. Somit können wir dann unsere Wasserschleuse raus- und reinholen. Schaut her, so schaut es dann am Schluss aus. Wenn wir diese Form zweimal gebogen haben und an den kleinen Kanten durchgebohrt haben mit einem 4er Bohrer, befestigen wir das jetzt an unserer Einbassschleuse. Und zwar halten wir das so hin, wie wir es haben wollen, wo wir es montiert haben wollen, markieren es und bohren es mit einem 4er Bohrer durch und befestigen es mit den Schrauben von innen herein. Somit ist die Einbassschleuse richtig fest an den Füßen montiert. So Freunde, das Teil lässt sich ja schon langsam richtig sehen. Schaut mal her, die Füße, die sind jetzt schon montiert und also schaut nach was echt coolem aus, oder? Die Wasserzufuhr, also da wo der Wasserhahn angeschlossen wird, also das ist ja, wird ja dann an der Box fest montiert und da bewegt sich nichts und die Waschschleuse, die kann man rein und raus stecken, da wir das exakt gebogen haben und also das sitzt bombenfest, das ist echt klasse, also macht das ruhig mal nach. Als nächstes benötigt ihr so einen Flachstall. Das sägt ihr entlang also der breiten Seite der Box zu. In meinem Fall waren das 200 mm. Dann benötigt ihr noch zwei Winkel und was sich daraus macht, zeige ich euch jetzt dann gleich im Anschluss. Jetzt ist es soweit. Die Montage der Winkel und des Flachstalls. Hängt sie ineinander rein, markiert die Punkte, bohrt ein Loch rein und schneidet ein M4 zu. Das Ganze verschraubt ihr dann miteinander und so bekommt ihr eine echt coole Leiste. Schaut mal her, was ihr mit der dann macht. Warum ich die Konstruktion so gebaut habe, ist ganz einfach. Wenn ich meine Waschrinne raushole aus Waschrinne, dann will ich sie auch immer korrekt reinstecken. Und das funktioniert nur mit einem festen System. Jetzt habe ich mir noch zwei kleine Winkel gebogen und lege sie seitlich an die Waschrinne. Halt das Ganze fest und bohr und verschraubt die mit der unteren Leiste zusammen. Schaut her, am Schluss bekommt ihr dann so ein Ergebnis. Ihr könnt es unten reinstecken. Schaut, wie cool. Wow, was sagt ihr? Mega cool, oder? Einfach rein damit und schon steht ihr fest. Da wackelt nichts und alles könnt ihr noch regulieren. Schaut her, die Steigung kann man minimal regulieren, aber für mich reicht's. Nun kommen wir zum Verkleben der Waschrinne. Hier nehme ich einfach Restbestände, eine Feinriefenmatte und eine Wabenmatte. Das Ganze reinige ich mit Nitro und klebe es mit meinem restlichen Silikon zusammen. Am Schluss muss das einfach sauber halten und jeder hat da so seine Geschmack. Das Wichtige beim Einkleben ist einfach das saubere Arbeiten und nach dem Einkleben lassen wir es ein paar Stunden ruhen. Erst dann machen wir weiter mit unserer Arbeit, weil wenn das Silikon ein bisschen ausgehärtet ist, ist es dennoch besser, bevor sie hin und her wackeln in der Rinne. Und noch ein bisschen sauber machen, damit der Restbestand der übrige Silikon weg ist. Und nun schaut es doch schon mal echt klasse aus, oder? Also ich finde, sie kann sich sehen lassen. Nun kommen wir zum Herzstück der Waschrinne, zwar die Pumpe. Die habe ich mir einfach in einem Aquashop gekauft. Die günstigste, die es auf dem Markt gab. Ich glaube, ich habe dafür 6 Euro bezahlt. Also sagen wir mal günstiger, glaube ich, kriegen wir es nicht mehr außer gebraucht irgendwo. Also, das Anschließen so einer Pumpe ist ja wohl das Einfachste. Man nimmt so einen passenden Schlauch,
schneidet ihn zurecht auf die Länge und schiebt ihn in die Öffnung rein. Die Öffnung habe ich, ich habe extra so eine Pumpe gewählt, damit es mit der Öffnung passgenau reinpasst. Also den Schlauch, den muss man schon reinquetschen, da kommt auch kein Wasser, glaube ich, mehr durch. Schaut selber, jetzt kommt der Testversuch, wir schließen es an und, kommt da was? Kommt da nichts? Hallo? Ja, hier ist es, Wasser. Juhu, meine erste Auswaschschleuse und ich finde, sie kann sich doch sehen lassen, oder? Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und schreibt mir gerne Verbesserungsvorschläge. Also ich bin immer offen für alles. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Andy. Ciao. Und weil es so schön war, noch eine kleine Nahaufnahme, wie das Wasser sich plätschert. Mein Gott, ist das beruhigend, zu Hause so einen kleinen Wasserfall zu haben. Also Leute, man braucht nicht viel Geld, um sowas Cooles zu bauen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.